Sehr schön. Der Titel des neuen James-Bond-Films ist ja Spectre. Und Fans der Serie kennen diese Verbrecherorganisation ja aus der Sean Connery-Ära. Können Sie vielleicht kurz sagen, welche Bedeutung diese Organisation generell für die 007-Reihe hat? Also die, man muss ein kleines bisschen zurückgehen, sozusagen nicht nur auf die Filmreihe, sondern auch auf die Romanreihe. Ian Fleming ist eines Tages, nachdem er die ersten Romane geschrieben hat, darauf gekommen zu sagen, es macht keinen Sinn, weiterhin den Gegner nur im Ostblock zu suchen und gegen, also Bond gegen Deutsche oder Russen antreten zu lassen zum Beispiel. Er sagte, okay, ich brauche eine international operierende Verbrecherorganisation. Das ist eben Spectre. Innerhalb der Handlung der alten James-Bond-Filme war es eigentlich so, dass wie häufig in der Roman- oder Filmgeschichte der Gute einen immer wieder einen Widersacher hat und sein Hauptgegner, so wie bei Sherlock Holmes und Moriarty, ist es eben bei James Bond Blofeld. Und Blofeld ist der Kopf dieser Terrororganisation, wobei in den ersten Filmen der Mann gar nicht zu sehen war, nur zu hören war oder nur zu Teilen zu sehen war. Erst 1967, in dem Film Man lebt nur zweimal, bekam er dann erstmals ein Gesicht. Und das ist sozusagen die Organisation, mit der er sich rumschlägt. Als dann die jüngeren James-Bond-Filme entstanden sind, hat man eine, in Anführungszeichen, andere Organisation erfunden. Die Idee ist aber das gleiche, der Name ist bloß ein anderer. Und diese Organisation heißt Quantum. Deswegen auch diesen Film, ein Quantum Trost. Deswegen auch sozusagen Skyfall mit entsprechenden Anspielungen oder eben auch teilweise sogar in Casino Royale gibt es noch Anspielungen. Und im neuen Film Spectre gibt es wieder Anspielungen, was diese anderen drei Filme angeht und diese alte Organisation angeht. Ich glaube, es ist so ein Kunstgriff, dass man jetzt versucht zu sagen, ach, Quantum, das war so ein Teil von Spectre, nur sozusagen, um in irgendeiner Form zu versuchen, da noch eine Beziehung herzustellen. Und wie hat Ihnen der Film gefallen? Mir hat er in vielen Dingen nicht so gut gefallen. Es gibt mehrere Gründe. Auf der einen Seite ist der Film 148 Minuten lang. Das sind also 2,5 Stunden. Ist der längste James-Bond-Film aller Zeiten. Und wenn ich dann insgesamt nur 5 Action-Sequenzen sehe innerhalb der ganzen Zeit, dann sind das, sagen wir mal, 20 oder 25 Minuten oder vielleicht 30 Minuten. Das ist mir für einen James-Bond-Film zu wenig. Da bin ich ganz deutlich. Ich finde den Bösewicht, also den Killer, der da aktiv ist, nicht besonders gelungen. Der ist einfach nur ein bisschen größer, ein bisschen breiter. Hat sonst wie gar nichts, auch kein schauspielerisches Talent meiner Meinung nach. Ich finde Christoph Waltz als Bösewicht extrem blass und ich finde es auch nicht gut zu sagen, jetzt gehen wir wieder gegen die Familie und wieder gegen die dein Traumata. Ich meine, das ist jetzt auch mehrfach durchgekaut worden. Ich finde, es fehlt so ein bisschen eine neue Idee. Also es erwärmt viel von den früheren Filmen auf und ich glaube auch nicht, dass sich so viele Leute dafür interessieren, wie das denn nur genau abläuft, wenn jetzt der britische Auslandsgeheimdienst vom Inlandsgeheimdienst geschluckt wird und eine neue Nation gibt und so weiter. Und das Thema Überwachung, was jetzt auch Teil dieses Films ist, ist jetzt auch schon ein bisschen länger in der Welt. James-Bond-Filme waren für mich immer irgendwie Vorreiter und keine, die nachgeklappt haben. Dennoch hat ja der Film in Großbritannien den erfolgreichsten Filmstart in der Geschichte Großbritanniens hingelegt, also war sogar noch erfolgreicher als Skyfall. Wie erklären Sie sich das? Also glauben Sie auch, dass James Bond dennoch immer populärer wird? Ich glaube schon, dass James Bond, also sagen wir mal, einen gewissen Popularitätslevel hat, den er auch halten wird, weil die Neugier da war. Außerdem ist es ja immer so, wenn ein Film sehr gut einschlägt, zum Beispiel Casino Royale, dann sind ja auch ganz viele in ein Quantum Trost gegangen, weil das gehört eben zur Tradition, dass man dann weiterguckt, in den nächsten Film schaut. Und dann waren sie ja vielleicht auch noch ein bisschen enttäuscht, weil einige Erwartungen vielleicht nicht so erfüllt hat. Dann kam Skyfall, viele fanden den Film toll, also gehen sie natürlich logischerweise wieder in den nächsten Film hinein. Man muss auch dazu sagen, die Engländer sind auch James Bond verrückt, das ist ihr Held. Es gibt sonst weiter keinen, okay, und außer der Queen vielleicht oder so. Und dem folgt man blind. Ich glaube, die James-Bond-Produzenten könnten auch das Telefonbuch verfilmen und James Bond drüber schreiben, dann würden die Leute auch ins Kino reinrennen. Der Vertrag von Daniel Craig geht ja noch über einen weiteren Film. Glauben Sie, dass er danach aufhören wird? Und wen würden Sie gerne für diese Rolle als Schauspieler sehen? Ich bin mir ziemlich sicher, dass Daniel Craig noch einen Film dreht, er hat einen Vertrag. Dieser Film wird vermutlich 2018 herauskommen. Am 2. März 2018 wird Daniel Craig 50 Jahre alt. Das ist so die Zeit, wo man sagen kann, okay, jetzt habe ich 5 Filme gemacht, habe ein gewisses Alter erreicht, dann höre ich jetzt auf. Das macht auch Sinn. Er hat sich auch während der Dreharbeiten dieses Films verletzt, bei früheren Filmen auch. Er hat jetzt noch eine Knieoperation vor sich. Also der Mann wird nicht jünger und das ist ja eben auch schwierig. Auf der anderen Seite hat er auch noch so erste Jobs hinter der Kamera angenommen, also er ist mit Produzent und hat sich in das Drehbuch eingebracht und so weiter. Und das könnte natürlich
natürlich auch in der Hinsicht noch weitergehen, dass er sozusagen hinter den Kulissen da weiterarbeitet. Einen Nachfolger selber habe ich noch nicht, aber diese Riesendiskussion, die es jetzt gerade vor Wochen und Monaten gab, nach dem Motto Hugh Jackman, Benedict Cumberbatch, Idris Elba, wer auch immer, da wird ja quasi jeder zitiert, der irgendwie laufen kann und einigermaßen gut aussah, das ist alles Quatsch, weil die 100% dieser Leute sind in 2018 entweder über 40 oder über 50. Also macht das gar keinen Sinn. Und ein neuer James Bond, wir werden ihn vermutlich alle noch nicht kennen, wird dann zu der Zeit Anfang 30 oder Mitte 30 sein und nicht Mitte 40, Ende 40 oder Anfang 50. Das ist Unsinn, weil man natürlich wieder gerne eine Tradition haben möchte mit 4, 5 Filmen, die ein Schauspieler dann spielt. Und keiner von denen, die jetzt da in irgendwelchen Boulevardmedien genannt werden, kommen in irgendeiner Form in Betracht. Es gibt auch keinen schwulen James Bond und es gibt auch keinen schwarzen James Bond, es gibt keinen weiblichen James Bond, es ist alles Plunder. Und glauben Sie, dass es dann auch so eine Art Neuausrichtung wieder geben könnte, weil jetzt die mit Daniel Craig sind ja sehr realistisch, die Filme. Und glauben Sie, dass dann irgendwie stilistisch einfach irgendwas anderes versucht werden könnte? Ich denke, man muss so ein bisschen schauen, in welcher Hinsicht die Welt sich entwickelt und was sind sozusagen die Bösewichter und die Gangster von morgen. Es wird sicher nicht so ablaufen, dass man sagt, ha, jetzt haben wir wieder mal einen Terroristen erledigt. Das ist jetzt in den letzten Filmen auch breitgetreten worden. Man hat sich da auch wiederholt. Da ging es auch gegen einen Terroristen. Auch dieser Film fängt damit an, dass es gegen einen Terroristen ging. Das gab es auch schon bei Casino Royale und das ist gar nicht so lange her. Soll es denn wieder gegen einen Terroristen gehen? Also da muss man, ich finde, jetzt sind Ideen gefragt. Und speziell für den nächsten Film muss man sich wirklich was einfallen lassen, damit man die alten Themen nicht nochmal im Kino sieht. Und daher bin ich auch ein bisschen kritisch, was den jüngsten Film angeht. Alles klar, vielen Dank.